Samstag, 14. Mai. Ich gehe in Hintergrundgeräusche. Heute fahren wir nach Lignana, weil ich muss noch ein bisschen was einkaufen. Wie geil ich das jetzt betont habe. Ja, schauen wir mal, wie, wann, was, warum. So, mal ein bisschen was anderes, dass wir nicht in der gleichen Stadt herumkommen. Schauen wir mal, was wir da so erleben. Wenn ich mein kann, sind die Gnano reden alle Deutsch. Hey. Ankommen zusammen, jetzt schauen wir weiter. Man springt vor, dann haben sie nicht fertig gebaut. Die Einkaufsstraßen. Da wird es aber was zum Kaufen geben für mich. Family Center. Also da haben genug Geschäfte schon offen. Die Spielhalle. Da nämlich. Ist jetzt alles ein bisschen grüner geworden, kommt man früher da. Was dabei. Jo, hat sich einiges verändert die letzten paar Jahre da. Es ist 10.06 Uhr und da ist zu. Hey. Die berühmte Kirche von Lignano. Der will glaube ich auch schon auf 3000 Videos haben, aber wurscht. Und da oben ist jetzt das Video überwacht. Aha. Der Baustein. Die Rollplatte. Aha. Lazzarini. Da gibt es ein Lazarett. Was? Die nächste Spielhalle. Drei Spielhallen haben sie da. Und einen Hanfautomaten. Super. Hey. Jetzt haben wir Kaffee von Dana was trinken. Es ist 10:30 Uhr. Da ist ein Bier bestellt. Ich glaube, ein bisschen. Naja. Oh, ich habe einen guten Cappuccino. Die Karte hat dann. Wie heißt der? Okay, sie hat es vergessen. Florida Cocktail, okay. Und bin ich da, fühle ich mich wieder an. So, jetzt gehen wir da die gerade durch rauf und dann von oben gehen wir dann die Runde um und um. Über den Strand. Ja, warte, ich tue grad. Wurscht. Okay. Rock fertig aus. So, was haben wir da jetzt gelandet? Da hinten war schon Ewigkeiten mehr. Das Restaurant war ja noch nicht drin, glaube ich. Ah, sind die Wohnungen, glaube ich, und das Ganze. Außenmasterstrand. Ja, da ist ein bisschen mehr los und die Leute her als wie in Dingenskirchen. Ja, entschuldige. Der Unterstrand ist es da, glaube ich. Blödsinn, das ist ein bisschen weiter vorhin. Oder doch, da geht der Hund, passt schon. Ich will gerade da hinten, aber es geht nicht, weil da die Baustelle ist.
Und mit dem Kinderwagen da durch ist ein bisschen anstrengend. Nächstes Jahr, hilft nichts. Nachdem die Kathi ihre Kappe vergessen hat, habe ich ihr meine gegeben und die hat mir jetzt eh von der Kleinen geschnappt. Pepper Woods. Hä? Weil die Kleine schläft eh. Mei, schau ich gut aus. Jetzt gehen wir da durch, aber bis zum ersten Springbrunnen. Ja, von den Hotels her am besten ist immer noch Lignano, da kannst du sagen, was du willst. Trampolin für die Kathi, was? Hm. So, mitten in unser Radlfahrer reinfahren, passt. Ja, dem renoviert, glaube ich. Wenn sich erinnern kann, da war ich schon einmal. Da hat es Videos, Videos gegeben, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Von der Flur der Zeit. Das ist Kolumbus. Da wo ich auf dem Raster lobe. Das ist Miramare. Ja, da vorne ist eigentlich der Fußballplatz oder so. Der Fußballplatz ist ja Beachvolleyball. Da hinten ist die Kirche. Das heißt, jetzt sind wir dann schon bald wieder beim Zug umgehen. So, da wird jetzt ein Boot, aber ich will keine fremden Kinder filmen. Ah, Basketballfeld. Haben sie jetzt auch schon da. Der Italiener, das ist immer was Neues einfällt. Siehst du ein paar Aurora? Aber ja, schau mal. Ein paar Bier ist getrunken. Was bauen sie denn da her? Da kommt glaube ich auch nicht eine Veranstaltung. Oder war auch eine wahrscheinlich. Nein, noch. Ach Gott. Ich liebe es. Ich liebe es! So, jetzt biegen wir dann bald einmal rechts auf. Und dann hoffe ich, sind wir beim Auto. Hm. Jetzt gehen wir da hier Eis essen. Wasser und der Bier. Dreimal das hat für wem das Bier ist. Hm. Ich wollte jetzt erst auf der schönen Karten was bestellen. Ich hätte mir Kebab geholt, die Karte für die Kleine an Eis. Und dann klatscht er uns die Karten her, dass es mir Tee gibt. Ich meine, das tut mir leid, aber wenn es so die Karten gibt, dann lege ich Tee am Tisch und der Tee weg. Weil Strophe ist mir halt jetzt nichts, interessiert mich nicht. So, was dann auch noch war, dann frage noch die eine Kellnerin. Ja, wie schaut es denn aus, habt ihr Eis? Dann meint sie, ja, einen Moment, geht um die Ecken, geht wieder zurück, rennt vorbei. Und das war's. Wir haben nie eine Auskunft gekriegt, ob es ein Eis gibt oder nicht. Deswegen, das war jetzt dann der ausschlaggebende Grund, dass wir außer dem Trinken nichts mehr bestellt haben und jetzt einfach gehen. Zahlt haben wir schon natürlich, aber jo.
Ich verstehe das nicht. Wieso tut man nicht die alte Karte, die nicht aktuell ist, weg und lässt nur den Zettel da, wo sie die gerade haben? Ich verstehe sowas nicht. Das tut mir leid. Da waren jetzt mehrere Leute, die wollten zum Beispiel das und das haben. Und dann nimmt er jetzt die Karten weg und gibt sie dann die neue. Wo ich mir denke, warum? Also, was es bei uns da haben tun würden, was die was da für ein Trara war. Aber gut, Italiener halt. Jetzt gehen wir mal eine Runde Autos suchen. Ja, jetzt sind wir in die Stadt reingegangen und bestellen uns dort was. Bier Nummer 2 und Karte wieder rein Wasser. Und die kleine Minimaus hat zwei DWW. Es tut mir leid, ich hab vergessen zu filmen. Der Burger war so gut, der hat oben und unten Sauce gehabt. Es war so ein Traum. Teuer, aber gut. Und die kleine und ihre Tortellini. Jetzt bin ich Abfüllung. Es tut mir echt leid. Ich hab so einen Hunger schon gehabt. Und die jetzt endlich Eis essen. Grüner Apfel. Karte hat Kokos. Oh. So, jetzt sind wir schon längst wieder in Eraclea. Darf ich auch nicht vergessen zu sagen, sonst glauben alle, wir essen in Lignano. Und jetzt sind wir wieder beim Restaurant, wo wir gestern auch waren. Und das Standardrestaurant, wie heißt es noch schnell? Marinara oder so irgendwie, gell? Und ja, heute haben wir halt mal als Vorspeise genommen, die Miesmuscheln. Jetzt sind wir mal neugierig. Das werden sicher gute Miesmuscheln sein und jetzt habe ich bei Mr. Bean. Das ist die Austern, die er gegessen hat. Die Austern, ja. Kathi hat mir extra gesagt, du Schatz, vergiss nicht zu filmen. Vergiss es ja nicht. Ja, ich hab's vergessen. Es war so ein Berg voller Muscheln, die Muscheln war geil, die Sauce habe ich ausgeläufert mit dem Löffel, weil die so gut war. Ich weiß nicht, ich bin immer so gierig. Ich bin einfach nicht der Mensch dafür, glaube ich, dass er Essen filmt. Nein, das wird jetzt wieder machen. Die Kleine hat die Lasagne wieder, aber die ist jetzt eh eingeschlafen. So, jetzt ist unser Hauptessen gekommen, Spaghetti Bolognese, heute noch ein Parmesan drüber. Heute haben wir mal einen Hauswein genommen, der ist auch gut. Und ein bisschen Burger natürlich. Und Kathi hat sich eine Margarita mit mehr Käse und italienischem Mais bestellt. Und wir können Oregano. Ja, halt rein. Jetzt hat die Kathi extra die No-Speise gelassen, damit ich das filmen kann. Das ist weißes Eis. Ein Mousse mit einem Erdbeerherz. Und daneben ist Ketchup. Nein! Das wird auch Erdbeere sein. Das ist Erdbeer, so Erdbeersoße. Alles dann, Holzzeit, Schatzi. Das Meer in der Nacht. Also am Abend tun wir so. Es geht natürlich schon jetzt einmal am Abend daher, weil es ist irgendwie romantisch. Und ja. Und jetzt lassen wir einen Abend ausklingen mit einem Gläschen Wein. Prost!